Ja, nicht Last Trigger. Okay, das ist jetzt natürlich, weil es ein Bool ist, funktioniert das. Das heißt, das ist unser Code, den wir vorher hatten. Ist das richtig? Okay, jetzt funktioniert es natürlich, oh, an 1000 Stellen nicht. Das ist natürlich dumm. Ja, das könnte ich natürlich machen. Dann nehmen wir doch einfach den Code aus der Input-Komponente, weil da war das nämlich drin, richtig? Allerdings glaube ich, es löst das nicht unser Problem. Das war hier unten. Also, wenn der Next Interact true ist, aber der letzte nicht true war, dann machen wir den auf true. Ansonsten auf false. Beim Setzen ist aber die Frage. Ach, Kinas, ach, Kinas. Ach, man kann sich schon verewigen in so einem Scheiß hier. Und der Last ist dann automatisch der Next. Ja, nehmen wir das doch einfach mal mit. Komm, was soll's. So, das ist die Logik dahinter. Trigger. Machen wir es mal so. Also Next Interact ist quasi Value. Last Interact ist Last State. Und das ist der Return Value, ne? Achso, aber das kann ich jetzt so nicht machen. Das heißt, im Prinzip müsste ich jetzt hier nochmal Result. Ich kann jetzt nur leider, blöderweise, ich will nicht wieder alles umbauen, nur damit wir sehen, dass unser Bool-Scheiß funktioniert. Das müssen wir so machen. Result is true. Return Result. Das mag ich nicht. Ich will das so nicht machen. Last Interact wäre quasi Last State. Und Ditty is Value. So, das heißt, das ist jetzt eigentlich unser. Ach, das ist ein Setter. Das geht so nicht, ne? Warum habe ich damit angefangen? Diese if, ich fange jetzt nicht an, if-Bedingungen zu optimieren, wenn der ganze Scheiß noch nicht funktioniert. Dieser Trigger, das kann doch nicht wahr sein. Das nervt mich jetzt. Das muss. Naja, okay, bevor ich jetzt hier anfange. Was wollen wir hier eigentlich? Also, ich möchte das Ding einmalig auf True haben, wenn ich hier einen State-Wechsel habe. Will ich das wirklich? Nein, ich will es immer nur dann haben, wenn es auf True wechselt, nicht auf False. Das heißt, die Rückgabe, die wir hatten, die war in Ordnung. Das heißt, diese einmalige Value-Rückgabe, ich nenne das jetzt hier mal State, sonst werde ich hier noch wahnsinnig mit dem This. State. So, das hier funktioniert, das ist okay. Bool. Result. Ja, genau. Result is State. So, diesen State setze ich jetzt aber zurück. Das war schon in Ordnung. Und zurück gebe ich ein Result. So. Das heißt, der Trigger geht einmalig auf True und sonst niemals. This value dürfte Result sein. Jetzt bin ich raus, weil ich habe jetzt so viel geändert, leider. So, und hier drinnen gibt es ja eigentlich gar nicht so viele Bedingungen. Ich habe den Last Value. Also ich komme hier mit irgendeinem Wert an. Das ist in dem Fall Value. Und nur für den Fall, dass Value ungleich oder ja doch ungleich Last State ist, soll dieser fucking Trigger auf True gesetzt werden. Und damit wir das auch nachher prüfen können, machen wir das auch so. Beziehungsweise Value. Nee, das ist Quatsch. Wenn Value true ist, also so, und der Last State unterschiedlich ist. Also im Prinzip das da. Das ist das, was da auch stand gerade. So, nur in dem Fall setze ich diesen State auf True. Einmalig, weil wenn ich den noch einmal abfrage, dann setze ich ihn zurück auf False.
Der Last State ist deshalb wichtig, damit wir kein Dauerfeuer haben. Das heißt, da merken wir uns den letzten State. Und gut. Also theoretisch können wir den auf True setzen sogar. Ne, den setzen wir dann nie auf False, das ist doof. Also Value. Na, da kommen wir aber nie rein, also eigentlich so. Ist das richtig? Ja. Achso, das funktioniert jetzt wiederum nicht. Nervt mich schon wieder. So. Hier nochmal. Bla. Trigger T. So, kompiliert wieder. State Default. T. 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 State ist in dem Fall Value. Und dann passt das eigentlich auch schon wieder. Weil das ist ja nur, das ist in dem Fall ja immer True. So, und jetzt diese Frage hier. Nicht Last State bedeutet eigentlich effektiv Value ungleich Last State. Also equal Last State. Und zwar negiert. So. So, Value muss auch True sein. Das heißt, Value muss ungleich Default sein, damit der irgendeinen Auslöser hat. Das funktioniert natürlich auch wieder nur mit Equal. Verdammter Axt. So schwierig ist es doch eigentlich gar nicht. So, jetzt haben wir es aber. So. Schaut her, wie ich hüpfen kann. Achtung. Haben wir noch irgendwo einen Breakpoint drin, der uns da Ärger macht? Ich habe bestimmt noch irgendwo einen albernen Breakpoint. Diesen hier. Who the fuck is Monty? Keine Ahnung. Fragst du dich gerade, wofür diese Icons da sind? Man kann Icons reinmachen. Sieht ein bisschen obszön aus. Sie winkt doch nur. Ja, sehr gut. Frauen in so einem Chat. Das ist mir schon suspekt. Schön. Habe ich erwähnt, dass das hier funktioniert, aber. Das funktioniert. Ich habe irgendwie. Außer der Hüpf-Trigger, der funktioniert leider nicht. Patrick leidet mit mir, das freut mich sehr. Aber warum? Liegt da hieran vielleicht jetzt am Ende? Ja. Danke. Okay, ich versuche das Ganze jetzt nochmal auch mit dem Controller, um zu sehen, ob das irgendwie. Beim Controller funktionieren auch überhaupt nicht diese Platzierungsdinger. Das funktioniert nur mit der Maus. Also irgendwie habe ich so langsam auch das Gefühl, dass das hier noch nicht funktioniert. Dass das hier irgendwie Sinn ergibt. Ich werde mal ganz kurz probeweise das hier tun. Next Jump. Um zu sehen, ob das irgendwie. Jump-Trigger. Eigentlich wollte ich ja nur schnell mal irgendwas machen, bis ihr euch entschieden habt, was wir eigentlich als nächstes tun. Aber irgendwie. Sieht doch gut aus. Freut ihr euch, wenn ich sage, es lag nicht am Trigger? Sondern es lag an dieser dämlichen Addition der Methode, der Trigger-Werte. Warum auch immer. Ich weiß es nicht, warum. Aber jetzt, wo ich mit diesem Next-Trigger arbeite, funktioniert's. Also, was ist falsch an dem Ding hier? Ich sehe das Problem nicht. Aber ich will das Problem auch eigentlich gar nicht sehen. Ich mache das jetzt mit diesen Next-Values. Das macht irgendwie auch Sinn. Dann eiern wir nicht so oft in diesen Trigger-Werten rum. Alles gut aus meiner Sicht, alles gut.
Dann einfach so. Passt schon. So, fangen wir an mit dem Interact-Trigger. Der ist dann Next Interact. Kann damit leben. Der Apply-Trigger. Next Apply. Patrick geht essen holen. Ich habe Hunger. Hunger. So, ich werde dann auch gleich noch versuchen, wenn wir nämlich schon in diesem Moloch der Schwierigkeiten sind, würde ich noch versuchen, Next Slot Left. Die Dinger müssten wir mal umbenennen. Slot Right Trigger Value ist Next Slot Right. Müssten wir mal noch versuchen, das mit dem Integern zu machen, weil jetzt haben wir ja diesen generischen Trigger, theoretisch. Also könnte das tatsächlich funktionieren. Mal schauen. Semikolon. Haben wir jetzt alle? Ne, die hier haben wir noch nicht. Okay, da brauchen wir jetzt nochmal irgendwie so ein Zwischending. Ach, die haben wir eh schon. Sehr gut. Ja, das passt soweit. Das heißt, der Next Slot ohne Value. Und dann müsste jetzt hier unten nochmal so eine kleine For-Each-Schleife bzw. eine Vorschleife quasi das hier haben. Was die Sache dann auf die eigentlichen Trigger überträgt. Dann können wir uns das hier nämlich sparen. So, interessante Vorschleifenkonstruktion. Das muss natürlich I++ noch heißen, so. Ja, erst rein. Und dann nehmen wir nämlich unseren Slot Trigger I Value ist Next Slot I. Und damit wird jetzt alles einwandfrei funktionieren. Wir können hüpfen, wir können laufen. Ich kann hier Blöcke wegnehmen, ich kann welche hinsetzen. Das kann ich mit der Maus machen und mit der Tastatur. Ich kann hüpfen mit dem Controller, ich kann die Blöcke hier hinmachen und ich kann sie wegmachen. Ich bin ziemlich stolz auf uns jetzt. Im Übrigen haben wir das noch gar nicht getestet, ob das funktioniert. Ich kann unten die Tool-Leiste mit den Schulterknöpfen verarbeiten. Das funktioniert also auch. Und damit hätten wir das Problem jetzt vollständig aus der Welt geschafft. Dann gibt es auch schon den ersten Vorschlag. Wir haben einen Vorschlag. Die Vorarbeit für transparente Blöcke. Das ist eine gute Idee. Das können wir gerne mal angehen, weil damit kommen natürlich noch ein paar andere Sachen. Im Moment gehen wir ja davon aus, zum Beispiel, dass die Blöcke grundsätzlich solide sind. Das heißt, die Wand des Blocks hier an der Seite, also die linke Wand des rechten Blocks, wird nicht gezeichnet, weil da links ein Block ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir transparente Blöcke haben, müssen wir uns da was einfallen lassen. Einher geht natürlich auch die Möglichkeit, Blöcke zu haben, die nicht den vollen Block benutzen. Ja, juhu, geil heißt, ja, es funktioniert, oder ja, geiler Vorschlag, das können wir machen. Ist die Frage. Ich hoffe, letzteres. Ja, dann machen wir das doch mal. Jetzt haben wir mal geschickt Trigger in 1,5 Stunden implementiert. Eigentlich bin ich ein bisschen frustriert, was das angeht. Aber gut. Machen wir das hier mal zu und haben jetzt Trigger. Das ist toll. Generische Trigger. Das heißt, die Schulter hin- und her-Wechslerei, das sparen wir uns mal. Und gehen mal auf was Grafisches. Das ist eine gute Idee. Da müssen wir nämlich grundsätzlich größere Umbauten in den Blocks machen. Ich werde hier mal kurz den Krimskrams hier einchecken, damit man das auch nachvollziehen kann. Das ist Folge, keine Ahnung, 7x. Input, darf ich es Optimierung nennen? Ich bin mir da nämlich gar nicht so ganz sicher. Input, Optimierung. Ich mache das mal, weiß ja voraussichtlich, dass es nicht so optimal ist alles. Gut, was ist notwendig, um transparente Blöcke zu machen? Das ist, ja, ein bisschen mehr, wie gesagt. Wir haben hier die Blockdefinition hier oben. Und das Einzige, was wir im Moment von den Blöcken wissen, ist, welche Kollisionsbox sie haben. Sonst gar nichts. Also grafisch betrachtet ist hier noch gar nichts drin. Im Moment geht unser
Vertex-Buffer, unser Renderer, alle gehen davon aus, dass in dem Moment, wo da ein Block ist, dieser Block auch den vollen Raum ausfüllt und solide ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir halbtransparente Blöcke haben, müssen wir mal gucken, wie der Chunk-Renderer damit umgeht. Also es gibt zwei Fälle, die mir dazu jetzt einfallen. Das ist einerseits das Wasser zum Beispiel. Wenn man unter Wasser ist, dann ist das halbtransparent. Und ich glaube, Wasser ist sowieso eine ganz schwierige Sache. Nehmen wir mal Glas. Glas ist halbtransparent, man kann durchgucken. Es wird trotzdem eine Textur drauf sein, aber die ist halbtransparent. Das heißt, Blöcke, die an Glas angrenzen, müssen trotzdem gerendert werden. Und das ist der große Haken an der Sache. Also es gibt jetzt natürlich die pauschale Möglichkeit zu sagen, hallo, ich bin halbtransparent. Damit müsste der Chunk-Renderer sofort alle anderen Wände auch irgendwie vernünftig rendern. Das ist eine Sache, das wäre so die Holzhammer-Methode. Was aber außerdem früher oder später funktionieren muss, ist zum Beispiel das Rendern von Zaunblöcken oder sagen wir mal Treppen. Ich glaube, Treppen ist sowieso das Nächste, was wir irgendwie angehen müssen an Special-Blöcken. Und deshalb auch die Frage, ob wir es nicht gleich richtig machen sollen. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie man das machen kann mit den anderen Sachen, weil wir haben nicht nur das Problem, dass dann die geometrische Figur des Blocks sich ändert. Also gehen wir mal von der Treppe aus. Eine Treppe hat füllt nicht nur den kompletten Raum nicht aus, also das heißt, da ist so eine Ecke drin. Es ist auch eine kompliziertere geometrische Figur. Das heißt, wir können nicht mehr mit einer Bounding Box arbeiten, mit einer großen Kiste, sondern ab dann haben wir ja kompliziertere Geometrie. Mit komplizierter Geometrie kommen auch automatisch mehr Eckpunkte und es kommen automatisch auch kompliziertere Mechanismen zum Tragen, wenn es dann darum geht, die Textur zum Beispiel zu platzieren. Das heißt, wir müssen uns irgendwas Abgefahrenes einfallen lassen, um das halbwegs in den Griff zu kriegen. Vielleicht sollten wir mit der Transparenz im Allgemeinen anfangen. Wie gesagt, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir zum Beispiel einfach nur einen Bool da reinpappen, der uns verrät, ob der entsprechende Block grundsätzlich transparent ist oder nicht. Und den müsste man auf True setzen, um dann den Nachbarblöcken zu sagen, mal deine Wand, weil die könnte man potenziell sehen. Ich möchte das jetzt aber nicht so pauschal machen. Ich würde es dann trotzdem gerne ein bisschen detaillierter machen, nämlich indem wir Folgendes machen. Wir hatten ja in unserem... Ach, das ist hier gar nicht drin. Bei den verschiedenen Block Definitions. Gerade gucken, wo wir das haben. Block Definition. Da. Haben wir ja eh schon eine ganze Menge zusätzliche Methoden, die ein paar Infos rausrücken. Unter anderem zum Beispiel die der Index der Textur und die Rotation der Textur. Ich könnte mir jetzt hier noch weitere Properties vorstellen, die zum Beispiel verraten, ob die einzelnen Seiten nicht transparent sind. Also ich will gar nicht so sehr halbtransparente Blöcke haben, sondern ich möchte Blöcke haben, die den Nachbarn sagen, ob sie an die komplette Wand angrenzen oder nicht. Das ist immer die Basisinformation, die man braucht, um angrenzende Blöcke zu malen. Das heißt, ich würde hier zum ersten Schritt ein Property einfügen, oder eigentlich 6 Properties, die dem Renderer erlauben, die jeweilige Seite abzuprüfen, ob der Nachbar seine Wand rendern muss oder eben nicht. Ja, genau. Julian hat es gerade jetzt nochmal gesagt. Im Prinzip das, was Seiten abhängig machen, sodass man dann beim Erzeugen des Vertex-Buffers dann auch darauf Rücksicht nehmen kann. Der Einwurf hier gerade, wenn die Blöcke halb so groß sind, dann Treppenblöcke sind egal, wenn man gleich große Stufen hat. Verstehe ich nicht. Also mit Treppen meine ich, dass man den Block nochmal halbiert. Also im Moment haben wir ja halb mal halb mal halb, dass man dann eine Stufe hat, die nur 25 cm hoch ist. Und dann sind wir auch ein bisschen bei realistischeren Treppen. Die haben wir ja auch nur relativ niedrig. Ich weiß gar nicht, wie das Standardmaß für eine Treppe ist, aber auf jeden Fall nicht einen halben Meter. Und das meine ich mit Treppe. Das würde nämlich bedeuten, dass die angrenzenden Blöcke links und rechts von der Treppe ihre Wände trotzdem rendern müssen, weil man ja halt über die Ecke in den anderen Block reinschauen kann. Also würde ich mal damit anfangen. In unserer Block Definition für die 6 Wände ein Get, wie nennen wir das denn? Solid Wall. Ja, genau. Get. If top solid wall? Fragezeichen. So was in die Richtung.
iBlock Block. Das heißt, ich kann die Block Definition fragen, ob der entsprechende Block eine Solid Wall, also eine solide Wand, durch die man nicht durchschauen kann, an der Oberseite hat. Das für oben, für Norden, Süden, Westen, Osten. Und so könnte dann jede Block Definition darauf antworten. Macht es das nicht aufwendig und zu viel Abfragerei? Richtig, Patrick, das tut es. Allerdings macht es die Sache natürlich auch entsprechend flexibler. Weil ich, also wenn dir was Besseres einfällt, klar können wir jetzt pauschal sagen, Block sichtbar, nicht sichtbar. Aber wie gesagt, bei Blöcken, die nicht durch ihre Transparenz nicht sichtbar sind, sondern durch ihre geometrische Form einzelne Seiten freigeben, ist das, glaube ich, das effizientere. Und die Abfrage passiert ja nur ein einziges Mal, nämlich beim Regenerieren des Vertex-Buffers. Und damit, glaube ich, es passiert ja nicht in jedem Frame, sondern, wie gesagt, nur beim Neuaufbau. Bottom, North, also wir hatten uns ja darauf geeinigt, ne, dass wir die Himmelsrichtung nehmen, ja. South, West und East. So, das müssen wir jetzt im Prinzip bei allen implementieren, aber ich würde erstmal pauschal allen einen False zurückgeben und dann können wir nämlich beim Wasser zum Beispiel anfangen, die Sache halbtransparent zu machen. Und beim Wasser kommen natürlich neue Probleme, nämlich wenn das Wasser nur halbtransparent ist, dann haben wir das Problem, dass der Nachbarblock seine Wand trotzdem nicht rendern muss, also wenn das Wasser ist, weil dann sehen wir dann wieder eine halbtransparente Wand zwischen zwei Wasserblöcken und die wollen wir ja auch nicht. Das heißt, wir brauchen sowieso einen komplexeren Mechanismus, um zu malen, damit der Wasserblock, der jetzt gemalt werden soll, gucken kann, ob der Nachbar auch ein Wasserblock ist, damit die beiden Wasserblöcke ihre Wände nicht malen, obwohl sie transparent sind. Und so weiter und so weiter. Müssen wir mal gucken. Wasser übrigens, wo wir jetzt von unterschiedlichen Geometrien sprechen, Wasserblöcke im Moment sind sie ja solide, also der komplette Würfel ist gefüllt, aber eigentlich müssen wir ja ein bisschen niedrigeren Stand haben, damit wir auch schöne Wasserkanten haben und ja, damit es nicht immer plan gefüllt ist, sondern dass es ein bisschen eine Stufe hat. Das heißt, früher oder später, gerade bei Wasser, werden wir eine umfangreichere Geometriedefinition brauchen. Gut, also das müssen wir jetzt leider in allen implementieren. Deswegen ist gut, solange wir noch solche massiven Änderungen in den Definitions machen, ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir nur 5 verschiedene Blöcke haben. Ansonsten implementieren wir es nämlich jedes Mal doof, wenn wir das Interface ändern. Fangen wir mal mit dem Grasblock an. Im Prinzip kann ich das hier Standard implementieren. Ich sage hier einfach, implementiere mir den ganzen Kram und dann mache ich hier einfach mal pauschal false. So, das bedeutet, wir sind solide. Achso, ist solid. Nee, da muss true zurück. Entschuldigung. True. 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 Da auch nochmal true. Da nochmal true, da nochmal true. Jo, dann nehme ich das alles mal mit und kopiere das einfach in die anderen rein, damit wir mal ein bisschen vorwärts kommen. Ground Block Definition hat dasselbe. Sand Block, same. Stone, same. Nein. Warte mal noch, Water, da wird es jetzt gleich spannend, aber ich kopiere das jetzt trotzdem erstmal rein, damit wir der Interface-Definition genügen. Und der Woodblock, das war der fiese, der hat nämlich schon ganz viel implementiert. Aber auch der hat jetzt einfach nur solide Wände. Fertig. So, das müsste jetzt grundsätzlich auch schon wieder kompilieren. Tut es. Ja, und jetzt können wir uns überlegen, mal den Wasserblock ein bisschen zu bearbeiten. Also ich würde damit anfangen, zum Beispiel die Texturen halbtransparent zu machen. Machen wir das doch mal. Das heißt, ich gucke mir kurz das hier in... Ich möchte das da haben. So. Mach das mal mit Paint auf. Und nehme mal Water Side und Water... Haben wir nur eine? Wasser? Müssen wir nicht noch... Ah, da. Water Bottom. Die beiden mache ich mal auf. Und gebe denen jetzt einfach eine Transparenz. Kann ich das nicht hier irgendwie machen? Ja. Machen wir die mal halbtransparent. Ne, weniger sogar. Die müssen ganz blass werden, so. Same hier. 100. Ich speichere das Ganze jetzt auch schon. Jupp. Und die Auswirkungen müssten wir eigentlich hier drinnen schon sehen. Nämlich die Tatsache, dass die Blöcke, die Wasserblöcke, schon mal blasser werden und halbtransparent sind. Das funktioniert nicht. Und wieder haben wir dieses Blending-Problem. Weil eigentlich müssen wir jetzt bis zum... Ah, können wir doch. Alles ist gut. So, wir können jetzt durch den Boden durchgucken.
und sehen jetzt die Chunk-Wände. Das ist grundsätzlich irgendwie uncool. Hier, deswegen sehen wir jetzt auch die Wellen nochmal von der Seite, aber grundsätzlich ist unser Wasser gerade transparent. Das funktioniert jetzt schon. Was wir jetzt außerdem machen müssen, ist natürlich jedes Mal, wenn wir so einen Block malen, nicht nur zu gucken, ob es einen Nachbarblock gibt, sondern ob der in der gegenüberliegenden Seite Transparenzen hat oder nicht. Weshalb ich jetzt den Waterblock hier übrigens hier mal pauschal alle auf False setzen werde. Bist du noch, hältst du durch? Ja, jetzt wo es um die Grafik geht, bin ich wieder dabei. Ah, sehr gut. Dann setze ich hier alle mal auf False, damit der Vertex-Buffer nämlich gleich mal vorbereitet ist. Dann können wir jetzt wieder rüber wechseln in die Render-Komponente, nämlich die, wo dann tatsächlich die Arbeit passiert. Das ist ja hier drin in der Chunk-Renderer. Ist ja gar keine Komponente, sondern im Chunk-Renderer. Nämlich an der Stelle, wo der Vertex-Buffer neu generiert wird. Das ist hier drin. Also hier Regenerate Vertex Buffer. Da durchlaufen wir alle Blöcke. Und dann die einzelnen Seiten. Und jetzt müssen wir natürlich hier gucken. Erstmal ist da überhaupt ein Block. Das können wir jetzt übrigens irgendwann mal ersetzen, indem wir den zentralen Resource Manager nutzen, um den Nachbarblock zu holen. Weil im Moment nutzen wir nur den eigenen Chunk, um den Block zu holen. Wenn wir das mit dem Resource Manager machen, dann können wir auch über die Chunk-Grenze hinweg nochmal den Nachbarblock holen, um rauszufinden, ob wir die Chunk-Kante, im Moment malen wir die Chunk-Kanten immer, einfach um sicher zu sein, dass wir das richtig machen. Das könnten wir theoretisch nachher auch noch machen. So, was machen wir denn hier eigentlich? Wir suchen uns erstmal das da. Das ist die Prüfung, ob Z Ach so, okay. Wir brauchen ohnehin den Nachbarblock. Nee, brauchen wir nicht. Oder, und hier müssen wir jetzt noch anfügen, chunk get block new index x, y, z plus 1. Jetzt holen wir uns nämlich den Block raus, den Nachbarblock. Das können wir eigentlich mal zentralisiert machen, dann ist dieser Getter nicht doppelt aufgerufen. Und jetzt können wir nämlich Okay, wir müssen das eh ein bisschen komplizierter machen. Wir müssen ja leider, wir können ja den Block nicht fragen, sondern wir müssen die Block Definition fragen. Damit wird das alles ein bisschen komplizierter. Okay, also die machen wir es gleich richtig, ne? Wenn wir schon dabei sind, machen wir es gleich richtig. Zum Beispiel machen wir die Klammer hier wieder zu, damit das nicht mehr untergringelt ist. Das heißt, wir holen uns jetzt den Nachbarblock, ungeachtet dessen, ob wir hier an der Chunk-Grenze sind oder nicht. Das heißt, wir holen einen I-Block, Top-Block nenne ich den mal, und können über den Resource Manager Instance get Block machen. Und der Block ist im Endeffekt OH. Ich war eine Klammer zu weit drin. Was? Ja, der Delay. Habe ich schon gemerkt. Also. Egal. Passt. Ich sollte keine zwei Dinge öffnen. Ne, ich war schon. Das, ja, er sieht die Sachen ja immer eine halbe Minute länger, später erst. Gut, get block. Das heißt, wir holen uns jetzt den Block, der über diesem Block liegt. Und das ist im Prinzip diese Operation hier. Nur ist das ein bisschen komplizierter an der Stelle, weil wir hier erstmal lokale Koordinaten haben. Weil x, y, z ist erstmal nur innerhalb des Chunks. Wir brauchen also die Chunk-Koordinate nochmal. Und die kriegen wir ja hier aus dem Chunk-Index, wenn ich mich recht erinnere. Chunk-Position, besser noch. Das ist ein Blended-Index 3, das habe ich in der vorherigen Folge nochmal gefixt. Der Chunk-Renderer weiß jetzt auch über seine Planetenposition Bescheid. Und das ist auch eine tolle Sache, weil das werden wir nämlich jetzt genau in diesem Augenblick brauchen. Weil dieser Get-Block nämlich diese Planet-ID braucht. So, Get-Block, Planet-ID und jetzt den Index. Und der Index ergibt sich aus, das müssen wir jetzt basteln. Der Index ergibt sich aus der Chunk Position Value Index, nee, gar nicht wahr, Chunk Index, aber das ist nur der Chunk Index. Das heißt, das Ding müssen wir da eben mal multiplizieren mit einem Index 3, der so groß ist wie Chunk. Ach, den haben wir schon, der ist schon da, den nehmen wir doch den.
Das ist doch viel schöner. So, den multiplizieren wir damit. Das heißt, dadurch kriegen wir die, den Block-Offset und addieren dadurch noch mal, dazu nochmal das hier unten. X, Y, Z plus 1. So, dadurch kriegen wir jetzt den Block, egal ob der Teil dieses Chunks ist oder nicht. Ich hoffe, damit holen wir uns nicht wieder den Teufel ins Haus, wie immer. So. Dann sparen wir uns nämlich ein paar dieser Abfragen hier, weil diese hier guckt nämlich, ob wir außerhalb der Chunkgrenze sind. Das interessiert uns aber eigentlich nicht. Und kriegen immer den Block oben drüber, wenn einer existiert. Hoffe ich. Das würde ich jetzt mal kurz starten, um zu sehen, ob das irgendwann knallt.